Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf den Intensivstationen, den Normalstationen und den Notaufnahmen und auch im Rettungsdienst. Die Corona-Pandemie hält uns weiterhin gefangen und trotz abnehmender Infektionszahlen und auch leicht rückläufiger Zahlen von Intensivpatienten mit Covid-19 auf deutschen Intensivstationen haben wir in Deutschland bei weitem noch nicht ein Ziel erreicht, bei dem wir von einer Rückkehr in das Alltagsleben sprechen können. Unser heutiger Webcast beschäftigt sich mit einer Strategie zur Bewältigung der Pandemie, die auf Nachhaltigkeit setzt. Am 18. Januar 2021, also ganz vor kurzem, haben prominente Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus ganz verschiedenen Fachgebieten eine Stellungnahme unter dem Titel Eine neue proaktive Zielsetzung für Deutschland zur Bekämpfung von SARS-CoV-2 veröffentlicht. Ich möchte hier unter anderem Professor Clemens Fuest vom IFO-Institut, Professor Meyer-Hermann vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, Frau Professor Rosert, Politikwissenschaftlerin der Universität Hamburg, oder auch Professor Bude, Soziologe an der Universität Kassel, stellvertretend nennen. Ich freue mich aber ganz, ganz besonders, dass ich Frau Professor Melanie Brinkmann, Leiterin der Sektion Virale Immunmodulation am Helmholtz-Institut für Infektionsforschung der Technischen Universität Braunschweig, sowie Herrn Universitätsprofessor Michael Halleck, Direktor der Klinik 1 für Innere Medizin und des Zentrums für Integrierte Onkologie an der Uniklinik Köln, für diesen Webcast gewinnen konnte. Beide, Frau Professor Brinkmann und Herr Professor Halleck, waren an der Konzeption des Positionspapiers ebenfalls maßgeblich beteiligt. Wir wollen Ihnen nun gemeinsam das Strategiepapier mit dem No-Covid-Ziel etwas näher erläutern. Daher möchte ich zunächst mal Ihnen beiden ganz, ganz, ganz herzlich danken, dass Sie sich trotz der großen Arbeitsbelastung des langen Tages die Zeit jetzt nehmen. So, und dann steige ich auch schon sofort mit meiner ersten Frage an Sie, liebe Frau Brinkmann, ein. Warum haben Sie sich zusammengefunden in dieser Gruppe, um diese Stellungnahme, diese Empfehlung zu schreiben? Es ist eine Gruppe von Wissenschaftlern, die sehr besorgt sind, die sehen, dass das Management der Pandemie in Deutschland nicht wirklich gut funktioniert. So muss man es, glaube ich, schon sagen. Denn wir haben seit vielen Monaten bereits oder vielen Wochen einen teilweisen Lockdown in der Gesellschaft. Kultur, Restaurants und Einzelhandel sind stark davon betroffen, sind geschlossen. Und die Menschen sind nach dieser langen Zeit einfach auch und auch dieser dunklen Jahreszeit in einer Pandemie Müdigkeit. Man kann eigentlich gar nicht mehr. Und es gibt eigentlich immer nur weitere Verschärfungen, weil man merkt, dass die Fallzahlen nicht wirklich sinken. Aber es gibt bislang keinen wirklichen Erfolg. Und wir haben uns zusammengefunden, weil uns das eint, diese Sorge, aber auch die Idee, dass man es sehr gut anders machen könnte. Und das Papier heißt zwar eine neue proaktive Strategie, aber so neu ist dieses Prinzip gar nicht, denn viele Länder auf der Welt wenden es eigentlich schon längst an und der Begriff dafür ist tatsächlich Zero Covid. Und wir haben uns jetzt etwas anders benannt, No Covid, und wir sagen einfach, wir wollen mit diesem Virus nicht leben, weil die Krankheitslast, die es verursacht, viel zu hoch ist, als dass wir mit ihm leben wollen. Und wir wollen auch ganz klar diese Lockdown-Situation beenden. Und das können wir in unseren Augen nur, wenn wir das Virus massiv eindämmen, nahe Null, und dort dann auch halten. Dann ist es wieder möglich, eine Perspektive zu schaffen und natürlich auch die Krankheitslast, die Morbidität in der Gesellschaft und auch die Todeszahlen deutlich zu reduzieren. Ja, das war mal ein ganz schöner Einstieg. Ja, lieber Herr Halleck, was sind denn die Kernaussagen dieser No-Covid-Strategie? Also ich glaube, eine ganz wichtige grundsätzliche Erkenntnis ist, dass wir
ich glaube, alle schmerzhaft gelernt haben, dass dieses Virus, speziell dieses Virus, für eine sogenannte Mitigationsstrategie oder flatten the curve, wie wir es letztes Jahr noch genannt haben, einfach sich nicht eignet. Also man kann nicht mit dem Virus spielen, dann spielt es mit uns. Dieses Hammer and Dance, anderes Schlagwort, funktioniert nicht, weil es uns zu schnell entgleitet und dann in hohe Inzidenzzahlen rutscht. Und man kann sagen, alle Länder, alle westlichen leider, die das versucht haben, sind letztlich dann dort geendet, wo wir jetzt auch sind, nämlich hohe Krankheitslast, hohe Mortalität, schlecht laufende Wirtschaft. Alle Länder, die im Gegensatz dazu eine klare Eliminationsstrategie gewählt haben oder Beseitigungsstrategie, sind deutlich besser durch die Krise gekommen. Und das war auch der Anlass für uns nachzudenken, was machen die anders, wie haben wir das geschafft? Der eine Punkt ist, dass der Lockdown, den man durchführt, den man einmal durchführen muss, und zwar nur einmal eigentlich, dass man den so weit runterfährt, dass er bei ganz niedrigen Inzidenzen ist, unter 10, also niedrig, und dann hält. Das heißt auch, dass man anschließend durch Einzelkontaktverfolgung und sehr systematische Quarantäne von Einreisenden versucht, die Inzidenzzahlen niedrig zu halten. Das heißt für den europäischen Raum zum Beispiel, dass man die Schengen-Außengrenzen, also die Außengrenzen Europas, mal angucken könnte. Es kann ja nicht sein, dass auch in diesen Tagen noch Einreisende in Frankfurt oder anderswo ankommen aus Großbritannien, also aus hochbelasteten Ländern, ohne irgendeine Kontrolle. Das ist passiert. Das muss anders gemacht werden. Der zweite große Punkt ist, wir wollen keine noch schärferen Maßnahmen oder noch mehr Lockdown oder den Mega-Lockdown, wie es falsch verstanden worden ist. Wir wollen einfach nur, dass die aktuell beschlossenen Maßnahmen endlich effizient durchgesetzt werden. Das heißt zum Beispiel, wenn wir sagen, wir müssen die Mobilität runterfahren und Leute sollen mal vorübergehend im Homeoffice sein, dann sollte es auch gemacht werden und nicht mal so und mal anders. Oder es kann zum Beispiel heißen, dass wir natürlich dringend im öffentlichen Gesundheitsdienst in die Lage versetzt werden müssen, Kontakte innerhalb eines Tages zu erkennen und zu informieren. Denn je länger die unerkannt rumlaufen, ohne Abstimmung, ohne Software, desto gefährlicher und desto unkontrollierter ist der Ausbruch. Nächster Punkt ist, dass wir nicht wollen, dass die Industrieproduktion runtergefahren wird. Das halten wir für wirtschaftlich viel zu gefährlich, auch nicht für notwendig, weil viele Unternehmen haben sehr gute Hygienekonzepte. Es gilt vielmehr, die Mobilität zum Arbeitsplatz besser zu steuern, besser zu kontrollieren. Und dann, wenn die Arbeitnehmer im Unternehmen sind, haben viele Unternehmen sehr gute Konzepte, um das auch zu testen. Nächster Punkt ist, Ansteckungen in den Landkreisen, die eine freie oder grüne Zone werden, also nicht mehr hohe Inzidenzen haben, zu schützen vor dem, sagen wir mal, Eingang oder Eintritt von Infektionen aus dem Umland. Ich nenne mal ein konkretes Beispiel, weil Münster hat so eine Situation jetzt schon. Dort hat eine sehr rügige Stadtverwaltung und Oberbürgermeister dafür gesorgt, dass die Inzidenzen niedrig sind. Und der macht sich jetzt zu Recht Gedanken, wie er verhindern kann, dass dann, wenn er die Geschäfte aufmacht, die Leute aus dem Umland die Infektion wieder in die Stadt tragen. Und hier braucht es Schutzmechanismen. Was er zum Beispiel konkret denkt, ist, dass man sich ausweisen können muss, entweder aus der Region oder Stadt zu kommen oder freigetestet ist mit einem Antigen-Test. Also solche Dinge kann man kreativ nutzen. Und das führt schon auf einen nächsten wesentlichen Punkt, den wir uns abgeschaut haben aus Regionen, wo es funktioniert. Diese grüne Zone ist letztlich mal eine regionale oder auch größere geografische Einheit. Die zu definieren, obliegt letztlich der Politik. Aber das Konzept grundsätzlich bedeutet, dass man Bereiche schafft, in denen die Menschen sich selber freispielen können. Ja, also nach dem Motto, wir wollen runter und dann wollen wir es bleiben, weil wir wollen von jetzt ab frei leben. Und das führt zu einer Eigeninitiative und die wird auch dafür sorgen, dass man diese niedrigen Zahlen hält, weil das will letztlich jeder Politiker, das will eigentlich auch jeder Bürger. Und man statt also zu starren auf ein Datum, was dann sowieso nicht eingehalten wird, schafft man eine verlässliche Größe, nämlich wir machen so lange zusammen Lockdown, bis wir unten sind und ab dem Zeitpunkt haben wir wieder unsere bürgerlichen Freiheiten. Es führt auch dazu, dass Unverhältnismäßigkeiten von einem Generallockdown des gesamten Landes unter Schädigung von besonderen Bereichen wie Hotels oder wie Künstlern aufhören und gezielter Lockdown gemacht wird. Also man könnte fast sagen, eine Präzisionsstrategie in der Pandemiebekämpfung anstelle von einer Generalstrategie. Vielleicht letzter Punkt, damit wir noch über andere Dinge reden können. Wir glauben, dass wichtig ist, während so einer Strategie, dass man täglich umfassend die Bürger über den Erfolg informiert. Also eine Art
umfassende Kommunikationsstrategie, mit der man sagt, heute sind wir bei 50 und am nächsten Tag bei 35, um die Menschen mitzunehmen und am Erfolg zu beteiligen, ähnlich wie die Bundesliga-Tabelle zum Beispiel, die ja auch jeder anschaut. Das mal so ein kleiner Ausschnitt aus den Maßnahmen, vielleicht letzter Punkt. Wir werden ja viel gefragt, wie wollt ihr das konkret machen, ganz konkret. Und da wir Praktiker sind, alle beide und auch viele andere, machen wir jetzt die Erarbeitung von Toolboxes, also konkreten Werkzeugkästen, wie wir der Politik Vorschläge machen, wie man tatsächlich konkret zum Beispiel Mobilität so kontrolliert, dass es funktioniert. Weil das ist schon das große Problem in Europa mit der dichten Bevölkerung, dass wir das tatsächlich gut hinkriegen. Aber wir haben da Ideen dazu, Mobilitätsforscher dabei und glauben, dass es lösbar ist. Ja, das klingt wirklich außerordentlich überzeugend. Liebe Frau Brinkmann, wie realistisch schätzen Sie es denn ein, dass die formulierten Ziele auch tatsächlich umgesetzt werden? Haben Sie nicht Sorge, dass wir hier wieder am Föderalismus scheitern? Ich denke, wenn erst einmal wirklich bundesweit beschlossen wird, das ist unser Ziel, da wollen wir hin. Wie wir da im Einzelnen hinkommen, kann man ja jedem etwas freie Hand lassen. Aber das Ziel ist klar. Und da kann man ja auch nochmal untereinander anpassen. Man kann sich auch, denke ich, viel austauschen, so wie wir es auch gerade tun mit Kollegen aus Neuseeland und Australien. Wie ist es euch denn gelungen, da hinzukommen? Und dann nimmt man sich von jedem so die Informationen mit, die man gut übertragen kann auf das eigene Land. Und ich glaube, es ist tatsächlich, diese Strategie ist gerade, hat die Stärke darin, dass es eine regionale Lösung ist, dass die Regionen, Oberbürgermeister und alle Beteiligten regional dann da wirklich gut steuern können, dass sie die Verantwortung dafür ganz klar haben und das auch und dieses Ziel wirklich zu ermöglichen und auch zu halten und auch die Kommunikation natürlich übernehmen müssen. Das kann ja der Oberbürgermeister deutlich besser als der Ministerpräsident. Das ist eine gute Aufgabenteilung. Und deshalb ist der Föderalismus da nicht unbedingt schädlich. Schädlich ist, wenn kein gemeinsames Ziel formuliert wird. Und ich glaube, das ist gerade das Positive an diesem Vorschlag. Na, das klingt wirklich überzeugend. Ja, ich glaube, Herr Halleck, auch in Köln will man ja auch so eine Strategie, glaube ich, einsteigen, habe ich zumindest Leuten gehört. Ist das so? Oder zumindest macht man sich da sehr konkrete Gedanken. Kann das sein? Wir sitzen am kommenden Freitag zusammen mit allen wesentlichen Abteilungen in der Stadt. Also ich habe die Oberbürgermeisterin dafür gewinnen können, zumindest mal eine Idee zu versuchen, in der Niedriginzidenz zu landen. Ich glaube, das ist auch wichtig zu betonen, bevor man als Politiker verspricht, wir schaffen die Null, sollte man und darf man auch vorsichtig sein, also realistisch sein. Sag gleich noch was zu der Null als Zahl. Aber tatsächlich ist es so, dass wir mit den Leuten aus den Schulämtern, aus den Ordnungsämtern, aus den Sozialarbeitern, um die Bereiche mit einer geringen Sprachverständnis, mit einem geringen Sprachverständnis zum Beispiel auch zu erreichen, also Bürger aus Chorweiler zum Beispiel in Köln, um auch alle mitzunehmen, die zum Beispiel im Gesundheitsdienst das organisieren müssen, wollen wir uns hinsetzen, weil ich gesagt habe und auch nach wie vor glaube, die Politik oder wir hätten uns längst mit denen zusammensetzen müssen, die es im Alltag machen müssen und nicht in der Theorie eine neue Maßnahme nach der anderen verkünden, weil viele Dinge haben sensationell schlecht funktioniert, muss man einfach ehrlich sagen. Also der Schutz der Seniorenheime als Beispiel hat einfach nicht funktioniert. Das ist eigentlich ein desaströses Versagen unseres Pandemie-Managements in der jetzigen Zeit. Und das wollen wir konkret besprechen und verbessern, damit solche Dinge in Zukunft funktionieren. Und dann, glaube ich, kann man tatsächlich ein ehrgeiziges Ziel formulieren. Das ist zumindest die Absicht dieser Besprechung kommenden Freitag in Köln. Ja, und ich darf ganz kurz noch nachhaken. Ein ganz wichtiger Punkt scheint mir doch das Konzept, das haben Sie eben schon mal erwähnt, der Belohnung der Bürgerinnen und Bürger zu sein, die tatsächlich sehr viele Einschränkungen in den kommenden Wochen und wahrscheinlich auch Monaten noch auf sich nehmen müssen, um die formulierten Ziele zu erreichen. Können Sie da noch mal ganz kurz zu diesen Belohnungskonzepten etwas näher erläutern? Weil das ist doch, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, weil im Augenblick hören wir immer nur Gebote und irgendwie wir dürfen etwas nicht. Und keiner sagt den Leuten eigentlich, was bekommst du eigentlich dafür, dass du das jetzt nicht machst? Also man sieht ja in Australien und Neuseeland, weil das so tolle Sportarten sind, Fußballstadien und Rugbystadien mit volle Stadien, ohne Maske, ohne alles, weil die Krankheit ist nicht mehr da. Das würde ich gerne erzählen.
dass ich für mich zum Beispiel ein schönes Erlebnis wäre, in diesem Jahr mit den Fans nochmal im Kölner Stadion zu sein. Ob es sportlich ein schönes Erlebnis wird, lassen wir mal dahingestellt. Momentan ist es nicht so sicher, wie das ausgeht, aber das Gemeinschaftserlebnis, Sport kann man machen. Ich will sagen, und das haben wir auch überrascht gesehen, wenn die Maßnahmen mal laufen, werden meistens die Effekte und die Strategien des Lockdowns schneller. Also Melbourne hatte vorhergesagt, dass sie von, ich glaube, 10 auf 0 in 5 Wochen kommen oder so und haben es dann innerhalb kürzerer Zeit geschafft, weil jeder motiviert war. Und diese positive Effekt, also ich kann mir vorstellen, dass wir uns das mal ganz genau überlegen, jeder für seine Stadt. Und wenn ich dann erzähle, im Sommer feiern wir sozusagen Sommerfastelovend hier in Köln, was ja schon lange nicht mehr möglich war. Ich glaube, da ist die Motivation bis unter die Zehenspitzen in jedem einzelnen Bürger. Also das spricht wieder für so regionale auch Belohnungskonzepte, genau. Die unter anderem Süden, glaub, Osten, aber, Norden. Ja, ich glaube aber, dass wir eher in Braunschweig feiern, Michael. Also, ach, okay. Diesen Wettbewerb haben wir beide noch laufen, genau. Ja, Frau Brinkmann, wie stark schätzen Sie denn das Problem der Beobachtmutation jetzt ein, die ja jetzt die ganzen Tage durch die Presse nicht nur geistern, sondern wirklich allgegenwärtig sind? Und was glauben Sie denn, wie stark werden diese Mutationen möglicherweise das weitere Infektionsgeschehen beeinflussen und auch übrigens das Konzept, was Sie hier vorstellen? Also diese Varianten, die wir jetzt sehen, und das sind die, die wir sehen, es gibt auch viele, die wir noch gar nicht entdeckt haben, denn nicht alle Länder sequenzieren Proben von Patienten und somit kann denen das gar nicht auffallen. Es ist in Deutschland ähnlich, die bewegen sich unterm Radarschirm eine Zeit lang, bis sie dann tatsächlich sich durchsetzen, wie es im Fall der britischen Variante geschehen ist. Und das ist tatsächlich sehr besorgniserregend. Dieses Virus setzt sich durch gegen das Alte, gegen seinen Vorgänger. Und das heißt, dass es einen Vorteil hat. Es ist infektiöser, es kann sich leichter verbreiten, es ist einfach fitter. Und dadurch sind wir tatsächlich in eine neue Situation gelangt, weltweit, denn dieses Virus wird nach und nach in weiteren Ländern nachgewiesen. Und die anderen Varianten aus Brasilien, aus Südafrika sind tatsächlich auch sehr besorgniserregend. Und es zeigt uns, dass wenn man diesem Virus freien Lauf lässt, denn es sind ja Länder, in denen hohes Infektionsgeschehen war, dann wird es sich verändern. Das ist ein Naturgesetz und es ist auch ein Naturgesetz, dass ein Virus, was fitter ist, sich gut durchsetzen kann. Und dadurch haben wir ein großes Problem. Wir wissen noch nicht ganz genau, ist es auch tödlicher? Da ist es noch zu früh, das genau abschließend zu beurteilen. Aber allein die Tatsache, dass es infektiöser ist, bringt uns in dieser Pandemie vor eine große Herausforderung, weil die Reproduktionszahl R dadurch erhöht wird. Und sobald sie über 1 gerät, kommen wir wieder in exponentielles Wachstum und die Zahlen steigen. Und natürlich vor allem, wenn wir lockern, wie es ja in vielen Regionen schon wieder gefordert wird. Und das ist kein guter Zeitpunkt. Wir müssen im Moment alles dafür geben, dass diese Varianten sich hier nicht richtig einnisten können. Und das können wir, das haben wir in der Hand. Wenn jeder mitmacht, muss man noch nicht einmal irgendeine Verschärfung aussprechen oder ein weiteres Verbot, wenn sich jeder an die bestehenden Regeln hält, wenn wirklich jede Kantine geschlossen ist oder jeder kleine Aufenthaltsraum, in dem Menschen ohne Maske zusammensitzen. Wir wissen, dass wir dieses Virus aufhalten können. Es ist in unserer Hand. Wir müssen es nicht als gegeben hinnehmen, dass es hier durch die Bevölkerung läuft und natürlich dann auch wieder die Klinikbetten füllt. Und nicht nur das, sondern natürlich auch bei Menschen, die noch gar nicht mal ins Krankenhaus müssen, auch die haben ja langanhaltende Symptome. Und um das zu verhindern... Darf ich da ganz kurz nochmal nachhaken? Weil in der Tat, wir hören ja sehr viel von der Müdigkeit der Bevölkerung. Und Sie kommen jetzt mit dem No-Covid-Konzept, was positive Ziele verspricht, aber trotzdem, Sie sagen, wir müssen uns tatsächlich mehr halt wie... Glauben Sie denn, was könnten wir denn aus der Medizin, also ich sage jetzt Herr Halleck und viele andere Kollegen, was könnten wir denn noch zusätzlich tun, dass wir
die Menschen draus mitnehmen. Wir sind ja keine Politiker, sondern wir versuchen ja mit guten Argumenten und auch Evidenzen Konzepte rüberzubringen. Was glauben Sie denn, was wir tun können, so in ein paar kurzen Sätzen? So, wie kann ich Leute motivieren, tatsächlich sich dran zu halten und das mitzumachen bis nach Ostern, bis vielleicht Mai, Juni? Ja, ich glaube, dafür braucht es wirklich einen genauen Plan. Wo wollen wir hin? Wir wollen auf eine Inzidenz von unter 10. Das wollen wir jetzt gemeinsam erreichen. Und ich glaube, wenn das als klares Ziel festgelegt ist, werden viele Leute von sich aus auch wieder mitmachen, weil sie motiviert sind, weil sie wissen, ab einer gewissen Inzidenz können wir wieder öffnen. Und dann muss es einen klaren Stufenplan und überhaupt einen Plan geben, wie das möglich ist. Zum Beispiel würde man bei einer Inzidenz von 10 als erstes die Schulen wieder öffnen. Man würde sie nicht komplett öffnen ohne Masken und wirklich gutes Konzept, wie Schule sicher stattfinden kann. Aber ich glaube, diese Langzeitperspektive ist wichtig, gerade auch für Gastwirte oder Konzertveranstalter, dass sie einfach wissen, wie ist der weitere Fahrplan dieses Jahr. Und ich glaube, man kann als Mediziner vielleicht auch mal klar sagen, diese Arbeitsbelastung, die wir jetzt haben, diese Auslastung der Intensivbetten, das können wir nicht ein ganzes Jahr noch tragen und wollen auch niemals in die Entscheidung gezwungen werden, zu entscheiden, welcher Patient wird jetzt aufgenommen und welcher nicht, wie es ja in London tatsächlich zu beobachten war. Da kann man auch ruhig noch mal klarer eine Ansage machen aus dem Bereich der Medizin, denke ich, dass das so nicht haltbar ist. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Wenn wir jetzt wieder nach oben fahren würden, Herr Haddeck, da würden Sie mir zustimmen, wir würden tatsächlich durch explodierende Infektionszahlen und überbordende Intensivstationen dann in eine Ressourcenlimitierung reinkommen und dann plötzlich wirklich furchtbare Entscheidungen treffen müssen. Da wäre ich, sage Ihnen ganz ehrlich, auch nicht glücklich drüber, ja, oder? Ich kann nur zustimmen, das wäre ja schnell. Und was die Bevölkerung, glaube ich, nach wie vor nicht weiß, auch verdrängt, weil es zu schrecklich ist als Vorstellung, ist die Tatsache, dass wir ja nach wie vor keine Normalzustände haben. Also auch wenn es jetzt viel, viel besser geht als vor 4 Wochen oder 6 Wochen, ist es ja immer noch so, dass wir Betten zuhalten, dass zum Beispiel die Herzchirurgie hier nicht vollständig operieren kann, weil wir Betten für Covid-Patienten brauchen. Also wir arbeiten ja immer noch in einer Ausnahmesituation, nur ist sie etwas gebessert. Und diese enorme Elastizität des Gesundheitswesens, die kann man nicht ewig ausnutzen und dann so tun, als seien die Probleme politisch geregelt worden, sondern das liegt dann nur an der im Vergleich zum Ausland deutlichen Überkapazität in Deutschland an Intensivstationen oder hohen Kapazität, sage ich mal vorsichtig und besser, die uns überhaupt reaktionsfähig macht. Mhm. Ein weiterer Punkt für die Medizin noch ganz kurz. Ich glaube, was wir besser machen können, alle zusammen, eben gerade wir Mediziner, dass wir uns das mal gut überlegen und wenn diese Idee verfängt, also wenn sie die Politik aufnimmt, dass wir uns dann gemeinsam hinter die Regierung stellen und sagen, das machen wir jetzt mal zusammen. Also dass die Fachgesellschaften der Medizin sagen, das ist eine gute Lösung, wir haben der schenkenden Regierung das Vertrauen, wir versuchen das jetzt zusammen, weil es die erste ein klarer Plan ist mit einem klaren Ziel und eben nicht mehr in der Öffentlichkeit den Eindruck erwecken, als hätten wir immer noch eine bessere Idee. Wenigstens mal wir Ärzte und vielleicht auch Wissenschaftler und auch die Virologen. Weil das haben wir auch manchmal nicht optimal gemacht, wenn man selbstkritisch ist. Die Politik hat hier durch den Ministerpräsidentenchor und die Vielfalt der Stimmen und Maßnahmen viel dazu beigetragen, dass die Bürger schwindlig gespielt worden sind. Aber einen kleinen Anteil an dieser Verwirrung haben wir schon auch. Und das wäre, glaube ich, etwas, wenn es dazu kommt, dass die Politik das aufgreift oder vielleicht auch schon vorher, dass die Medizin, also dass die Mediziner und Pflegeberufe sagen, diese Maßnahme unterstützen wir gemeinsam und diskutieren nicht ständig in Talkshows die Unterschiede zwischen uns. Ja, das finde ich wirklich einen ziemlich, ziemlich klugen und ganz, ganz wichtigen Hinweis. Ja, Frau Brinkmann, sehen Sie, glaube ich, mit Sicherheit auch so, oder? Absolut. Ja, Einigkeit auf ein gemeinsames Ziel hin. Ich glaube, das wäre richtig gut. Darf ich noch mal ganz kurz an Sie beide fragen? Glauben Sie, was spielen die Impfungen für eine Rolle? Spielen die eine Rolle oder wird da zu sehr im Moment drauf gesetzt? Wie schätzen Sie das ein? Vielleicht erst Sie, Frau Brinkmann. Was glauben Sie? Michael hat gerade den Kopf so geschüttelt. Ich dachte, er wollte gerade loslegen. Ganz kurz nur, ich glaube,
Das ist ja noch eine weitere Chance. Wir haben mehr Werkzeuge als vor einem Jahr. Also wenn jetzt viele sagen, geht nicht, kann nicht, Europa geht sowieso nicht und. Wir haben Tests, wir haben Impfungen, wir haben viele Möglichkeiten, die Mobilität zu kontrollieren. Wir haben kluge Ideen. Warum sollen wir das nicht schaffen? Ich meine, wenn nicht wir, wer sonst? Und die Impfung gehört natürlich mit dazu. Sie wird uns nur nicht helfen, das Jahr zu überstehen, wenn wir alleine auf die Impfung setzen. Ja, finde ich auch. Also ich glaube, das zu überhöhen, dieses unglaubliche Geschenk der Impfung, was ich persönlich als epochal empfinde, also ich finde es gigantisch, bin ich mal ganz ehrlich. Ich glaube, das würde zu kurz greifen und wir würden ja in einer völlig falschen Sicherheit uns da weiter bewegen. Frau Brinkmann, wie sehen Sie eigentlich am Ende nochmal so diese europäische Idee, weil Sie arbeiten ja nicht nur auf der nationalen Ebene, sondern ich habe das so verstanden, dass Sie auch wirklich den europäischen Gedanken, einen nahezu globalen Gedanken in dieser Sache sehen, weil tatsächlich eine Region, die grün ist, vielleicht ein Deutschland, was grün ist und was umzingelt ist von vielleicht doch noch roten oder orangen Gebieten, hilft uns das oder hilft uns das nicht? Herr Halleck hat ja den Schengen-Raum angesprochen, den man vielleicht irgendwie abriegeln sollte. Ja, was ist der europäische Gedanke dahinter? So, was ist da noch so das Tüpfelchen auf dem I? Ja, das ist eine der großen Herausforderungen, dieses Grenzthema. Und wir sagen, wir schaffen es auch ohne Grenzen zu schließen. Vielleicht mal kurzzeitig, aber um Gottes Willen nicht für längere Zeit. Das haben wir im letzten Jahr getan und das hatte verheerende Folgen. Und wir arbeiten gerade ein Konzept aus, diese Toolbox, von der Michael schon sprach, wo wir ein Konzept vorlegen, wie es möglich sein könnte, die Grenzen offen zu halten. Dazu gehört natürlich massives Testen. Und da haben wir mittlerweile auch viel mehr in der Hand, als wir es noch vor einem Jahr hatten. Und auch andere Länder, die eine No-Covid-Strategie gefahren sind, es hatten. Von daher sehen wir da ziemlich optimistisch in die Umsetzungsmöglichkeit. Man kann aber klar sagen, es ist natürlich viel einfacher, wenn die Nachbarn ebenfalls eine No- oder Low-Covid-Strategie sich auf die Fahne schreiben. Und ich denke, wenn Deutschland als absoluter Mittelpunkt in Europa, wo wirklich der ganze Verkehr durchgeht, sagt, wir schaffen das, wir wollen das, dann werden sich die anderen Länder sagen, oh, okay, dann, naja, wenn die das schaffen, schaffen wir das auch. Und das würde es natürlich unheimlich erleichtern. Das Problem ist immer, wenn ich einen großen Unterschied habe in den Inzidenzzahlen, wie wir es ja gerade auch gesehen haben. In Sachsen grenzt an Tschechien und wir hatten hier hohe Einträge aus Tschechien. Das ist eine schwierige Situation und macht das Management deutlich schwieriger. Aber wenn Niedriginzidenz in den angrenzenden Ländern ebenfalls herrscht, macht das es wieder sehr viel einfacher. Andersrum ist es auch, wenn überall hohe Inzidenzen sind, dann ist es auch wieder einfacher. Aber da haben wir eigentlich beschlossen, wollen wir nicht wieder hin. Und ja, das arbeiten wir aus und präsentieren das dann hoffentlich nächste Woche als Ideen und ja, Vorschläge. Ja, das ist ja ganz tolle Vision, nicht nur Vision, sondern ich habe den Eindruck, das ist weit entfernt von der Vision, sondern es ist schon in der Praxis bei Ihnen zumindest schon angekommen. Ja, ich darf Ihnen beiden ganz, ganz herzlich danken. Erstmal für Ihre Zeit, zweitens mal für diese wirklich klar pointierten Ideen. Ich fand den Hinweis von Herrn Halleck auch nochmal ganz toll, dass wir Medizinerinnen, Mediziner, Pflegekräfte tatsächlich uns dann noch für eine Strategie, welche auch immer das sein wird, entscheiden und dann aber auch gemeinsam an der Seite der Politiker stehen, tatsächlich nicht immer in eine Diskussion ausufern, die es dann, den Talkshows dann tatsächlich ein Bild erweckt, dass alle sich nicht mehr einig sind. Ich glaube, da müssen wir auch echt wahrscheinlich an uns allen arbeiten und aufpassen, was wir tatsächlich in der Öffentlichkeit auch sagen, weil das wird schon sehr wahrgenommen. Herr Halleck, beide noch eine Schlussbemerkung. Ich möchte nicht der Letzte sein, der was sagt. Herr Halleck, was ist Ihr Wunsch für die nächsten Wochen? Ja, dass die Idee weitergetragen wird. Wir haben heute gesehen, dass Sie zum Beispiel die Frankfurter Allgemeine Zeitung in einem Kommentar von Herrn Müller-Jung, den ich sehr schätze, gewürdigt und gebracht hat. Also so, total positiv, total überraschend, weil man merkt, also wie langsam die Idee eindringt und somit wir die Menschen vielleicht erreichen. Wir sehen sehr viele positive Rückmeldungen. Und der eine Punkt, den ich noch bringen möchte,
Wir haben uns kennengelernt über die elektronischen Medien. Keiner von uns, auch Melanie und ich, haben uns vorher persönlich gekannt. Da haben also 13 Leute über Twitter und dies und das gemerkt, es könnten ähnliche Ideen sein. Und dann hat sich eine komplett interdisziplinäre Gruppe innerhalb von 2 Wochen gebildet und dann ein ganzes Wochenende die Nächte durchgearbeitet, um einen Vorschlag zu machen, den wir dann der Politik und der Öffentlichkeit vorgestellt haben. Das finde ich eines der größten Erlebnisse für mich persönlich in der Pandemie. Ich habe super nette Leute kennengelernt. Eines der größten Kommunikationstalente der Virologie, was ich oder überhaupt, was ich je kennengelernt habe, Melanie. Und ich finde, das soll ermutigen, dass wir auch selber was in die Hand nehmen als Bürger, wenn uns die Situation so bedrückt. Das will ich eigentlich noch kurz zum Schluss sagen. Ja, Frau Brinkmann, Mensch, das... Da kriege ich mal ein bisschen Gänsehaut, bin ich mal ganz ehrlich. Aber ich glaube in das, Herr Halleck. Ich glaube in das, wenn jemand wie Sie, der so auf so vielen Gebieten so viel macht und sich dann so begeistert in eine Idee reinstürzt, mich hat das auch fasziniert und ich finde das auch ganz toll. Ich beobachte das ja nur und mich fasziniert es. Und ich glaube, dass Sie in kurzer Zeit so zusammengefunden haben, was Sie gesagt haben, dass das für Sie so ein positives Erlebnis ist. Und ich glaube, das ist wirklich was. Und allein, dass wir heute Abend zu dritt hier sprechen, bin ich Ihnen beiden so dankbar, weil ich glaube, wir können damit vielleicht nochmal diesen Funken vielleicht auf andere nochmal rüber, quasi digital rüberbringen. Frau Brinkmann, was sagen Sie mir zum Schluss? Ich bedanke mich sehr für das Gespräch und die Gelegenheit, dass wir unser Konzept hier etwas erläutern durften, Herr Janssens. Vielen Dank. Ja, ich danke Ihnen und ich wünsche Ihnen einen netten und schönen, erholsamen Restabend. Tausend Dank, bis demnächst und hoffentlich mal analog, sage ich mal immer, ja. Das wäre schön. Tschüss. Vielen Dank.